Willkommen zurück zu einer neuen emotionalen Folge The Last of Us. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das erste Video bewertet haben. Ja, Dankeschön. 5000 Bewertungen ist echt eine Menge. Es freut mich, dass euch dieses Spiel immer noch begeistert. Und wir machen jetzt weiter mit dem guten Joel. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin dieses wirklich unglaublich spannende Spiel mit einer Bewertung unterstützen würdet. Nehmt euch die Sekunde, es geht ganz schnell und somit supportet ihr mich und den Kanal. Die Welt 20 Jahre später. Die Menschheit am Rande der Verzweiflung. Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Aber normalerweise müssen wir doch anbauen können. Ich denke immer, wir haben hier immer noch eine gewisse Struktur. Auch wenn es jetzt Zombies gibt. Ich hab nichts Falsches gemacht! Ende hoch, verdammt nochmal. Mach doch! Holy shit. Tja, die Regierung ist knallhart. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Wie da hinten die Gebäude aussehen. Die Wolkenkratzer. Wo ist denn Mark? Das weißt du nicht. Er hat Lebensmittel abgefälscht. Ich hab gehört, sie haben sich zur Schau gestellt und erschossen. Ich hab uns Papiere besorgt. Sie sollten uns keinen Ärger machen. Über die Versprengten verlieren. Bleib einfach cool. Okay. Cool bleiben. Der fickt noch eins, ich bin immer cool. Ich hoffe, deine Papiere taugen was. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Durchliefern! Okay, okay, okay. Verdammte Fireflies. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Rein zu sein. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort. Komm schon, schnell rein hier. Die verdammten Fireflies. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Ey, so beschissen ging's mir gar nicht. Gut, schauen wir mal. Also. Rüste das Medikit mit aus und halte R2 gedrückt, um zu verbinden. Und jetzt einmal wickeln und schon ist der alte Mann wieder frisch in der Hose. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ja, die Fireflies. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Man muss dazu sagen, Joel ist wirklich knallhart. Also ein Mann, der direkt zur Waffe greift. Und wenn man den kurzen Ausschnitt vor 20 Jahren sieht... Wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Dann weiß man, dass Joel auch davor nicht unbedingt einer war, der zart beseitet ist. Joel, hilf mir mal damit. Der nimmt die Knarre und pustet dich weg. Besonders wenn er sein Leben oder das Leben von Menschen, die er liebt, bedroht sieht. Kein zögerlicher Typ. Seid vorsichtig da draußen.
Für was brauchen Menschen heute noch einen Fernseher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Fernsehprogramme gibt. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre Licht. Ganz schön stinky hier unten. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Okay, eine Waffe. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Und eine Lampe. Die okay, Cowboy. Ziemlich kultig wurde. Wie macht man die eigentlich nochmal an? Stein können wir hier werfen. Waffe haben wir hier oben. Ja, die Steuerung habe ich auch nicht mehr im Kopf. So lange alles her. Wo willst denn du hoch? Ah, hier drüben. Na dann. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Alles klar. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Wie schnell die Natur sich die Welt zurückholt. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Hey, ich bin doch ein hübscher Mann, oder? An so einem Joel hat man doch alles, was man sich wünscht. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Ich glaube, ich habe sie gefunden da hinten. Lass mich mal durch. Irgendwie bleiben wir überall hängen und stecken. Ganz mieses Gelände. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Tutorial. Nee, brauchen wir nicht. Bringen wir auch so hin. Ladies first. Lady. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Ja, stimmt, das Spiel hatte so ein Klettersystem auch drin. Man merkt halt, dass da auch irgendwie so ein kleiner Teil Uncharted in dem Ganzen steckt. Nicht nur was die Grafik angeht, sondern auch was die Bewegungsmechanik angeht. Ah, warte mal. Musste man hier eigentlich looten? Ah, so geht die Lampe an. Stimmt. Looten war immer gut. Wir brauchen nämlich alle möglichen Sachen, um unsere Waffe zu verbessern, Heilung herzustellen oder auch ganz, ganz wichtig natürlich Sprengkörper. Und es gibt die hier. Es gibt noch die hier. Die Anhänger der Fireflies. Hundemarken. Jetzt hier runter. Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Na, hoffen wir mal, dass die Filter noch gut sind. Ja, hier gibt es kein Virus in der Welt von The Last of Us. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Sie kommen irgendwo raus. Pass auf. Abgeleitet nach den Pilzsporen. Da gibt es ja diese Berichte zum Beispiel über Ameisen, die davon befallen sind. Zombieartig werden, in die Kolonie reinwandern, dort dann verenden, sterben und der Pilz breitet sich dann dort aus. Und übernimmt dann weitere Ameisen der Kolonie. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben.
schon krank, wenn man denken würde, sowas passiert irgendwann größeren Tieren oder gar uns Menschen. Ein Pilz, der uns zu Zombies macht. Uns den freien Willen raubt. Ja, die verdammte Decke kommt runter, pass auf. Parasitäres Verhalten halt. Vorsicht. Scheiße, pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Tja, dann bist du verloren. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Tja. Warum kann ich das hier eigentlich nicht einsammeln? Ah, doch, geht's. Wie kann ich durchladen? Schulterwechsel. Ich hab dich erlöst. Kein Kommentar, das meine ich. Joel ist echt ein knallharter Bastard. Ballert ihm das Hirn raus und geht einfach gemütlich weiter. Ja, aber schon erschreckend, oder? Dass es so etwas wirklich gibt, zwar nur in der Welt der Insekten. Ich wüsste zum Beispiel nicht, dass kleinere Säugetiere oder sowas von diesem Pilz beeinflusst werden. Ich habe mich da auch nicht so wahnsinnig informiert. Aber es wäre mir nicht bekannt, sagen wir es mal so. Oh, fuck. Oh, fuck. Lauschmodus mit R1. Alter, Das sind aber noch keine Klicker. Wie willst du vorgehen? Die sind nur infiziert, aber noch nicht komplett mutiert. Aber sie sehen krass aus, ne? Die Augen und so. Ja, schön. Schön, dass es dir gefällt. Das Spiel ist auch nicht unbedingt leicht. Das Spiel ist auch nicht unbedingt leicht. Okay, wir machen mal hier Finsternis. Können wir die ignorieren? Ich meine, die fressen so schön. Ich würde sie einfach ignorieren. Einfach weitergehen. Was haben wir hier Schönes? Heilung, Snickers. Und eine Tür. Die scheinen aber auch gar nicht auf Licht zu reagieren. Oh, nice. Munition. Munition ist immer gut. Wir sollten aber auch die Munition sparen. Also ich würde den eher aus dem Weg gehen. Tess, ganz easy. Ganz easy. Und wir machen wieder dunkel. Ich gehe hier kein Risiko ein. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Müssen hier hoch. Oh ja, die schmatzen da schön. Aber ich würde sie schon als Zombies bezeichnen, weil sie eben, ja, Menschen anfallen, aggressiv sind und wie man hier unten sieht, sie fressen die Menschen auch. Ja, die werden eindeutig hier unten schnapuliert. Gut, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Keine Munition verschwenden. Tess? Hoffentlich. Komm. Gehen wir zurück in die Stadt. Oh, frische Luft. Dafür lohnt es sich. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Du bist ja lustig. Hier lang. Also hier in The Last of Us holt sich die Natur die Erde zurück. Mit einer biologischen Waffe. So kann man es eigentlich ganz gut erklären, finde ich. Ah, gibt es irgendwas hier? Nee. Ja, es hat so ein bisschen was von Verdammt, die Natur schlägt das zurück. Das Brett ist weg. Denn man sieht es ja an der Welt von The Last of Us, dass sich eben... Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Alles wieder verändert. Ich weiß gar nicht, ob Tiere überhaupt von diesem Pilz angegriffen wird.
Weil wir sehen hier auch Tiere im Spiel und denen scheint es gut zu gehen. Also von mutierten Tieren kann ich mich nicht dran erinnern, irgendwas gehört zu haben. Können wir hier rüberspringen? Guck mal, wir können hier hin. Und jetzt? Moment, hier sind wir doch hoch. Was soll ich holen? Gerade verwirrt. Da hört man einmal nicht zu, erzählt irgendwas von mutierten Tieren. Ah, danke schön, Spiel. Hey, gibst du mir das Brett? Ach, das Brett da unten. Ich dachte irgendwie... Ja, natürlich gebe ich dir das. Ja, also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob auch Tiere davon betroffen sind. Hab das alles nicht mehr so im Kopf. Aber meines Wissens nicht. Hier, reich es rüber. Yep. Harte Arbeit. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Süße, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich sehe nämlich keine Leiter und der Durchgang hier ist verschüttet. Geh doch. Ah, bring kann ich deinen hier Arsch hoch? Dann los. Zu Befehl, Boss. Okay. Wir sind fast da. Yes, Lady. Wir sind ja schon unterwegs. Und jetzt ja nicht nach unten fallen. Ich finde auch immer noch die Welt wunderschön. Besonders die Level sind. Schön gestaltet. Alles klar. Komm. Aber da sieht man halt, wie vergänglich wir sind. Das Einzige, was bleibt, ist Plastik. Die Schränke hier können wir nicht öffnen. Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Yes, ma'am. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Riecht nach Falle. Wie geht's dir denn? Gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab die Karte da. Jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Tick doch nicht gleich so rum deswegen. Okay. Was ist das hier für ein ungewöhnliches Lager? Mh, anfassen geil. Heißt kaufen. Ey, die Ratte jetzt, da unten hab ich nicht her. Du kommst angefasst. Gar nicht mehr vorbei. Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Genau. Ratte am Spieß, nix für mich. Hey, du musst blocken. Wer ist dich, verdammt nochmal? Oh, na los! Sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht mach ihn alle! Mach schon! Tja, es gibt kein Fernsehen, es gibt kein RTL und schon kloppen sich die Menschen wieder gegenseitig auf die Fresse. So ist das eben. Die Leute brauchen immer Unterhaltung. RTL fällt weg. Was machen wir? Ach komm, zwei Penner, die sich kloppen. Oh, was haben wir hier drüben? Ich glaube, das ist ein Steckbrief. Ich nehme ihn mal mit. Steckbrief. Schauen wir mal an. Wanted. Uiuiui. Vergrößern, lesen können wir es auch. Gesucht wegen Firefly. Oh ja. Ja, die ganzen Sammelobjekte werden wir natürlich nicht suchen. Die interessieren mich eher weniger. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai.
Da ist er jetzt. Tja, mit den Essensmarken kann man irgendwie alles kaufen, wie es scheint. Und die Fireflies sind auch überall. Look for the light. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Eigentlich hätten wir doch direkt alle wegholen können. Wow. Wow. So. Ich glaube, meiner ist tot. Und deiner? Alter. Ganz vergessen, wie brutal auch dieses Spiel war. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Uff. Man sieht ja richtig die Einschusslöcher. Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Die okay, Dame, gut. Wenn ich bitten darf. Gib mir die Hand. Bist du stark genug? Um mich auch noch hochzuziehen? Bitte. Dieser Robert hat echt viele Menschen auf seiner Seite. Wie machen die das immer nur? Ich meine, wer würde so einen Typen unterstützen? Der stinkt doch nach Tod. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Tja, woher weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Tess. Eine Lady nach meinem Geschmack. Soll ich den übernehmen oder willst du das machen? Na gut, dann machen wir das. Ganz leise, ganz ruhig und... Ich hätte gerne ein Messer. Die Gesichter sehen auch so geil aus. Wenn du einen kalt machst, finde ich. Warte mal, hier drüben könnte eventuell noch irgendwas liegen. Nein, tut es nicht. Oh fuck, es sind ja noch mehr. Ich renne hier rum, ich dachte, es wären nur zwei. Aber hier sind ja noch mehr. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ich hoffe, er lebt. Tja, du lebst nicht mehr. Alter, sie sticht da einen nach den anderen ab. Gut gemacht, Mädchen. Verdammt gut. Lagerhausschlüssel. Alright, lesen. Lagerhausschlüssel. Sehr informativ. Gut, wie das Ganze weitergeht in der nächsten Folge. Bewertung dalassen wäre für mich auch sehr informativ oder sehr nützlich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich brauche keine Lebensenergie. Und tschüss.